Übertrage finales Briefing. Landetrupp 7 wird mit sofortiger Wirkung die Alpha Nativas auslöschen, die Distrikt 3 besetzen. Ihr Ziel ist die Gefangennahme oder Vernichtung des Nativa-Ältesten. Kapseln in Atmosphäre. Eine Minute bis Grenzwert. Grenzwert überschritten. Aktiviere Schilde. Kapsel gelandet. Schild deaktiviert. Luke geöffnet. Verdammt! Komm schon, geh auf! Bistepa, damit mal wieder ein herzliches Willkommen, Alter. Das war eine Buchladung, Alter. Habitiere, Alter. Alter, ich kann mich nicht mehr zerreißen, Alter. Bistepa, Alter. Komm, lass mich da raus, Alter. Bistepa, ich krieg nicht mehr Luft. Na, aber hallo. Geht es dir gut? Du steppert, jetzt kriege ich mir erst genug Luft. Nimm meine Hand. Oh! Na, bist steppert, Alter, wo bin ich da gelandet, Alter? Habe ich dir, Alter? Man dachte, Alter, ein neues Sony-Game, dieses, jenes. Und man dachte, Alter, das ist kein Porno oder irgendwas. Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen, beziehungsweise wenn du. Servus, grüß dich, alles klar, Paletti, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Na, Wahnsinn, euer Beast, Apple. Wunderschön, einfach der Wahnsinn. Ich sehe schon, McFrees muss leider in die rechte Seite, weil das taugt man mir überhaupt nicht. Das ist leider nicht vorhanden mit meiner Schucki-Seite. Ich glaube, ich habe das jetzt ein bisschen zu groß gemacht gehabt. Ja, natürlich, der Gegner haut gleich auf mich drauf, ist eh klar. Lass mich mal ganz kurz meine Einstellungen machen, weil das gibt's ja nicht, das ist ja eine Frechheit, Alter. Ein Wahnsinn, Alter. Das geht mir überhaupt nicht. Leute, ich bin gespannt, ich bin gehypt. Soll auch einen kleinen Touch von Souls-like haben und alles drum und dran mit parieren und verteidigen und alles drum und dran. Ich bin gespannt, also, wir werden's eh sehen. Wir werden's eh sehen. Ob das wirklich was wird, Alter, mit uns. Aber da wird geschnetzelt, Alter. Bist du, Alter. Digga, also. Ich kann nicht einmal mehr aufhören zu klotzen, Alter. Was ist das, Alter? Alter, ich bin fix in einem Porn, Alter. Spielbar ein Porn, Alter. Bist du, Alter. Wahnsinn, Alter. Was ist da los? Also, hoppala. Bin gleich hier an, Alter. Moin, Diggi, servus, grüß dich. Ja, dein Gesicht, Alter, speil mir auch, Alter, bis aufs Kreuz, Alter.
Ja, nimm mal auf zum Speien. Boah, ein neues Handy. Alles klar, Paletti, wie geht's euch? Alles so. Schön, dass ihr da seid. Ein Wahnsinn. Okay. Da willst du dich einmal umschauen, die Alte stirbt gleich wieder. Bist du deppert? Du schaust dich einmal um, Alter. Bist du wahnsinnig? Ist schon gefährlich, Alter. Mit den Arsch da so herumzulaufen, Alter. Was schon ein Waffenschein, oder? Da war so einiges knapp, oder? So einiges runtergefallen. Gott, die Kartoffel. Ach so, die will klettern. Ich denke mir gerade, aber die kann nur einmal. Na, die wird sicher dann später noch Doppelhupferer machen können. Ja, genau, kommt und geht, Alter. Wie damals immer früher bei den Viper, Alter. Ja, Digga. Wahnsinn mit dem Wind, Alter. Anvisieren kann ich. Sehr gut. Okay, parieren. Alles klar. Oh, immer wieder im richtigen Moment. Ja, genau, sehr gut. Ah, okay, das ist nicht schlecht, Muss halt immer wieder drauf achten. Man muss halt natürlich den kennenlernen, den Gegner und alles drum und dran. Oh, Beta-Fähigkeit. Aha, interessant. Passt, ciao, Digi. War schön, dass du wieder da bist für Schnellspritzer. Momentmäßig. Patrone! Was nicht, ob das so leibend war? Na, hallo? Oh, Sturmi? Aha! Das schaut mal nicht schlecht aus! Ja, also das mit den Blocken könnte mir schon definitiv gefallen, das weiß ich jetzt schon. Oh, mein Rise of the Rune, Alter, bist du deppert, der Wahnsinn! Oh, ich kann wieder anfertigen, Alter, meine Beta-Fähigkeiten, Alter, bist du wahnsinnig. Aber das kannst du nicht immer machen anscheinend. Oder jedenfalls nicht durchgehend, du brauchst immer quasi gewisse Energie oder irgendwas. Oh, super. Und leibend. Bist du deppert, das Spiel ist schon sehr hübsch. Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. Alter, shit, zwist, Alter, gleich in die Pappen, Alter. Achso, da. Sieht man eh, wo hingeschossen wird, alles klar. Aber nur Stepper dafür. Oh, schön, Alter. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Geil. Mir geht schon mal gut. Actionreich. Viel Bombast, Alter, dass man sehen kann, okay, was das Spiel wirklich so alles drauf hat. Das war knapp. Wow. Sieht gar nicht gut aus. Los, komm. Steppen oder nicht? Den haben sie aber von hier geflattert, gell? Nein, von Demon Souls. Da gibt es auch so einen ähnlichen. Haben die alle so einen knackigen Arsch? Ich frag nur für einen Freund. Einheit. Es gibt nur noch uns. Aber da. Eve, jetzt reiß dich zusammen. Taki, hör mir genau zu. Unsere Mission hat Priorität. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sie abgeschlossen wird. Verstanden? Also wenn es nach dem Spiel nicht zum Wichsen beginnt, dann weiß ich auch nicht. Also, ich sag's noch einmal dazu, dass so schaut nicht jede Frau aus, aber okay, passt schon. Sagen wir, high-mäßig durchtrainierte Frauen, also bis zum Gehen nicht mehr. Oh weh, Alter. Bist du eppert. Boskamp, let's go!
Oder willst du mir jeden Jump-Boss-Kampf liefern, Alter? Bist wahnsinnig. Oder wie viele Schwänze hat der da unten? Ja, ja, lass die ruhig angreifen. Perfekt. Oder auch nicht. Okay, dann muss ich entweder perfekt kontern oder ich weiß nicht. Ja, ich muss, glaube ich, perfekt kontern. Sonst wird das nichts. Mhm. Alles klar. Wenn wir doch wohl hinkriegen. Irgendwann einmal zumindest. Irgendwann werden wir es hinkriegen. Einfach nur Muster erkennen und tschüss, Papa. Ja, genau. Einfach Muster erkennen und tschüss. Oh, oh ja, Mann. Einfach nur Muster erkennen, Digga. Rise of the Rune Niveau, Diggi. Jawohl. Ja, also wenn ich hingehe und dann gar nicht kriege, Alter, dann. Hoppa. Hopp. Na, okay. Warte mal, ich bin noch ein bisschen gierig. Ich bin noch ein bisschen gierig mit dem Hinschlagen und das Ganze. Merke. Ja, ich bin noch ein bisschen gierig. Muss ich aufpassen. Oh, schön von hinten, Alter. Bist deppert. Ja, ja. Kommst du, Haberer. Mich würde es nur interessieren. Ja, ich wollte gerade sagen, wegen einer Ausweiche und so. Das wird mir. Aha, okay, den kann ich ein bisschen schwer. Okay, ich wollte eigentlich wissen, wie das so ist, wenn ich den gelben Angriff habe. Oh, bist du eppert, du bist schon fast fertig geworden, oder? Sicher, dass ich Rise of the Runen spüre, ah, irgendwas anderes. Okay. Nicht schlecht. Das war kein Alpha, aber trotzdem stark. Kann es vielleicht sein, dass ich die kenne? Schauspielerisch mäßig? Wie in einer Serie? Doch dann. Dein Körpergerüst ist beschädigt. Exosuit. Wir müssen das Versorgungslager finden. Ah, die haben alle so quasi so Exosuits an, damit sie sich so gut bewegen können und warte, das Ganze. Eve. Ich höre etwas. Eve! Eve, bist du verletzt? Oh. Bist deppert! Der Boogeyman! Ein Alpha-Native. Ach du Scheiße, Alter, bist deppert! Schlingt die so. Hat das so Valkyrenmäßiges? Wie die damals in God of War! Da schaut die ein bisschen schlimm aus. Hierher, Freundchen. Du kriegst es mit mir zu tun. Nein! Ah! Oh, ich wollte gerade sagen, sie hat eh noch den anderen. ich glaube, das kann man nicht mehr flicken. Also, da bin ich mal ein bisschen unsicher. Okay, vielleicht ein Pflaster. Oder vielleicht mehrere Pflaster. Oder gleich ein Dixo-Bundle. Aber beginnt schon mal richtig, richtig gut. Ich hätte es mir nicht gedacht gehabt. Ich hätte mir gedacht gehabt, so, ja, Stellar Blade wieder exklusiv Sony-Game. Da schaue ich gleich rein, hole ich mir. Aber ich habe mich jetzt nicht wirklich so erkundigt oder sonst was. Ich weiß nur, dass es so eine Hommage sein soll. Boah. Ich habe mir gerade die Serie begonnen anzuschauen. Bin ich jetzt nicht so wirklich jetzt begeistert. Ich schau gleich nach. Diese Ruhe. Ja. Nie Automata. Genau, jetzt haben wir's.
Kleine Hommage an hier, Automata. Gut, mach dich bereit. Ich unterstütze dich mit der Drohne. Wir machen das jetzt irgendwie so, wie müsste man jetzt ein bisschen bedrückt sein, ein bisschen traurig sein. Ja, okay, sie kann eh traurig sein, das ist ja kein Thema, aber für uns, wir kennen die Alte gerade mal seit 5 Minuten. Hier wurde der letzte Kampf der Zivilisation ausgetragen. Das war einmal eine gigantische Stadt. Ich glaube, du hast auch Atombomben eingeschlagen. Bist du oder irgendwie ein anderer Angriff? Irgendetwas fällt vom Himmel. Ein seltsames Gefühl. Das ist also Regen. Wow. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Aber wir haben was zu erledigen. Erstens. Die Landschaft hat sich kürzlich verändert. Wie alt ist bitte die Tante? Erstens das. Zweitens, auf ärmerer Planeten gibt es sowas nicht wie Regen. Finde ich auch irgendwie interessant. Ich würde ja wohl wissen, was Wasser ist oder irgendwas. Also irgendwie werden die ja wohl was trinken müssten, oder? Aber ja, vielleicht ist er aus irgendeiner Zuchtkapsel entsprungen oder irgendwas. Das wissen wir ja noch gar nicht mal so alles. Wir wissen nur, die Einheiten sind da daherkommen schnell. Okay. Speichern kann man, die Schnellreise kann man, passt, alles klar. Wenigstens Schnellreise, das ist immer geil, das ist immer sehr, sehr praktisch. Ich bin echt gespannt, wie sie uns dieses ganze Universum, die ganze Pracht quasi uns irgendwie zeigen wollen. Mit Upgrades, mit Rüstungen, mit verschiedenen Waffen, mit anderen Fähigkeiten und alles drum und dran. Ich bin echt interessiert, wie die da in die Richtung dann vorgehen. Da bin ich dann echt gespannt, wie die uns das zeigen wollen. Gratis mit dem Parieren, das muss natürlich gelernt werden, ist eh klar. Ich glaube eher, das lernst eher besser bei die ganzen... Ich werde da sicher jetzt aber ein Foto machen. Naja, sicher ist sicher. Man kann nie wissen. Man kann nie wissen. Sicher ist sicher. Oder wenn ich mir das so anschaue, oder... Glaubst du mir, ich das? Ah, SP-Punkte gibt es. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gib den Code mal ein. Bui, glaubst du, ich hab mir das jetzt gemerkt. Gott sei Dank mache ich mir ein Foto, aber sonst hätte ich gar nichts mehr gemerkt. So, jetzt. Was bist du, Alter, Genie, oder? Ich hab mir alles gemerkt. Alles habe ich mal gemerkt, ihr habt alle keine Ahnung, Digga. Ihr habt alle keine Ahnung, ich hab's mal gemerkt, ob das sicher, gibt's die Schummel oder irgendwas, noch nix. Ich bin Motherfucker, Alter, so schaut's aus. Hab mir alles gemerkt, überhaupt kein Foto gemacht. Das nächste Mal gut, dass ich jetzt mehrere Fotos davon machen sollte. Weil dann glaubst du, sie merken das, Alter. Das ist nicht einmal ein richtiger Zocken. Man gewöhnt sich dran. Also es wird anscheinend auch mehrere Erdbeben und alles drum und dran geben. Kann die Tante irgendwie so ertauchen? Ja, das ist gut. Weißt du so nicht, wie die da so drauf ist, wenn die unter... Oh, Kisterle. Wie das da so ausschaut mit Luft, Schnappen oder irgendwas, aber ich sehe jetzt einmal für den Anfang nichts. Sammelt die das automatisch ein, oder? Aha, okay, dann halt nicht. Echt geil, also wirklich, hätte ich mir jetzt echt nicht erwartet, dass es alles so dermaßen schick ausschaut. Ich fand es jetzt gerade nur ein bisschen verwunderlich, dass da nichts eingesammelt worden ist. Also man kann schon mal sagen, es ist auch ein kleiner Touch an Souls-like. Das muss man definitiv sagen. Also ich bin da definitiv gespannt, in was für eine Richtung es da noch gehen könnte. Weil das mit dem Blocksystem und das Ganze schaut schon mal nicht schlecht aus, weißt du, was ich meine? Man muss halt wirklich explizit halt schauen, was macht der Gegner? Was tut er? Wie sehe ich das, dass das
Kannst einsammeln. Also du hast das gesehen gehabt, oder was? Ah, danke, Digi. Aber dass ich das extra drücken muss, ist meiner Meinung nach so ein bisschen... Ja, voll. Danke, Digi. Danke, danke, danke. Aber das finde ich jetzt nicht gut. Dass man das jetzt gesagt hat, das finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Das taugt man nicht. Das taugt man gerade überhaupt nicht. Dass du extra explizit noch auf R2 drücken musst. Weil nicht, dass er das einfach nur gesammelt hat und alles. Tutorial gelesen. Ich lese das Tutorial. Ich kann nicht mal lesen, Alter. Ist ja Wahnsinn. Na, finde ich jetzt gerade ein bisschen schade. Finde ich jetzt gerade echt wirklich ein bisschen schade. Aber ja, okay. Anscheinend so einem Spiel dazu. Also musst ein bisschen aufpassen, weil die Dinger sind klein. Digga, wie mein Penis, was? Ah, okay, da kannst du das wieder. Klassiker, da einfach Klassiker. Dein Lager, wo du alles kaufen kannst, heilen kannst, alles drum und dran. Einfach Baba. Ja, zeig mal her, was gibt's denn da so alles? Was kannst du denn da so alles kaufen? Okay, Trankel, Schockgranate, Inhalator. Moin, Digi, servus, grüß dich, was grüß dich, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Impulsgranate, also da kannst du relativ gut einkaufen. Dementsprechend brauchst du halt natürlich auch ein bisschen Ackgeld. Ist eh klar. Fähigkeiten, Einstellungen. Was gibt's da wieder Schönes? Ah, Stufe haben wir ja. Das ist ja schon was. Das Depp, da hat ja schon jemand Stufen aufgestiegen lassen. Das geht mir überhaupt nicht. Lass mich raten, ich muss das jetzt nehmen. Perfektes Ausweichen. Aha. Weich gegnerische Angriffe komplett aus, drücke Dreieck nach einem erfolgreichen, perfekten Ausweich, um einen zusätzlichen Angriff auszuführen. Das hört sich nie verkehrt an. Das hört sich immer leibend an. Zählt aber nur fürs Ausweichen normalerweise. Ich finde es halt nur gerade interessant, das mit dem Dreieck. Also du musst quasi Kreis und dann Dreieck drücken. Interessant. Finde ich jetzt wirklich interessant, dass sie das so gemacht haben mit dem Kreis und dem Dreieck. Das würde mich jetzt echt interessieren. Kannst du das jetzt machen? Und dann so. Also ja, das ist jetzt ein bisschen komisch. Weil du hast eigentlich diesen Angriff dabei. Aber ja, lass ich jetzt einmal so stehen. Lass ich jetzt mal definitiv so stehen. Ah, es gibt mir gerade so diese Valkyren-Vibes. So richtig heftige von God of War damals. Boah, die waren schlimm, die waren richtig schlimm, aber die haben urtaugt. Ich, der Trottel, haben mir damals noch nicht einmal die Rüstungen und alles drum und dran aufgewertet, gell? Ich hab gegen die Alter fast gefühlt auf Level 1 gespielt gehabt. Hab die trotzdem besiegt. Ich voll Idiot. Weil ich alles immer erst am Schluss gesammelt hab. Ich habe immer alles erst am Schluss eingesammelt. Ab jetzt. Schlimm. Musst du wirklich aufpassen, Eve. Passt, Digi. Ciao, ciao, gell. Oh, schau da, wie sie auch jemand Stellar Blade kaufen. Schön. Ein Wahnsinn. Na, dann wünsche ich dir einfach mal was. Ah, okay, Lieder können wir dann auch noch so entscheiden, dass man quasi sagen kann, in der jeweiligen Welt. Ich rechne jetzt einmal damit. Okay, tu mal. Ja, wow. Aha. Ja, ich muss einmal, ich will mal ganz kurz herausfinden, wie das jetzt so ist mit dem Ass. Aha, okay. Ah, war sie nicht. Ja, bin ich eh hier, das war eh klar. Aber, da bin ich lieber fürs Kontern. Muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich lieber fürs Kontern. Ist mir lieber. Ist mir definitiv lieber. Weil ich habe so das Gefühl, ich werde sogar fast bestraft dafür, dass ich eigentlich quasi ausweiche. Das ist... Also in der Combo kannst du es mal nicht machen, dass du instinktiv einfach sagen kannst, ja, ein bisschen schwer in der Combo jeweils. Dass du einfach hingehst und sagst, okay, passt, du tust einfach quasi in der Combo dann die Konter-Ding machen. Das ist eher ein bisschen, eher weniger wie bei
wie bei einem Rise of the Rune oder irgendwas, dass du einfach hier hast und dann einfach quasi instinktiv einfach quasi gleich sagst, okay, konterst in deinen jeweiligen Combo, dann musst du schon ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, also wirklich dieses. Also ja, ich muss ja wieder einsammeln. Oh, nee, das ist. Nee, da weiß ich jetzt schon, da kriege ich einen Garchen. Da kriege ich wirklich einen Garchen. Ich hoffe, es kommt so eine. Weißt du, das mag ich dann wieder vielleicht nicht, wenn das dann wieder. Das ist so typisch Ubisoft. Das ist so richtig typisch. Danke nochmal. Das ist so richtig typisch Ubisoft, dass ich für eine Fähigkeit quasi, wie zum Beispiel das Sammeln, extra Punkte sammeln muss, damit ich das automatisch kriege. Als zusätzliche Fähigkeit. Das ist. Nee, da kriege ich wirklich einen Garen. Sei mal nicht hab, weil. Sowas wie Sammeln ist essentiell sehr, 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 sehr wichtig in dem Spiel. Und da muss ich jedes Mal drauf gedrückt halten, weil eigentlich im Prinzip sollte ich jetzt eigentlich das Spiel so spielen, dass ich die ganze Zeit eine Taste gedrückt halte. Okay, ja, früher Assassin's Creed, vielleicht beim Laufen, ist eh klar, da drückt man auch immer auf eine Taste oder sonst was. Aber dass ich jetzt jedes Mal die ganze Zeit permanent auf eine Taste gedrückt halte, finde ich heutzutage ein bisschen sehr, sehr mühsam. Das sollte normalerweise nicht so sein. Ja, ich muss bedenken, die kann klettern. Und das mit dem Ausweichen, da nehme ich lieber den Konterer. Da nehme ich lieber den Konterer. Okay, dass das explodieren kann. Schön. Schön und gut.